Hallo zusammen und willkommen. Rosmarin ist als Gewürz aus der Mittelmeerküche nicht wegzudenken. Doch der kleine Strauß aus der Familie der Lippenblütengewächse kann dir auch für die Gesundheit nützlich sein. Die immergrünen buschigen Sträucher können Wuchshöhen bis zu 2 Meter erreichen. An den braunen Ästen wachsen die schmalen, dicken und an den Rändern leicht eingerollten Blätter. Rosmarin kann auch blühen. Die meist hellblauen Blüten können das ganze Jahr über erscheinen. Im Mittelmeerraum wächst Rosmarin wild an sonnigen und trockenen Standorten. Welche Bedeutung Rosmarin als Heilpflanze zukommt, erklären wir dir im heutigen Video. Viel Spaß! Rosmarin ist reich an ätherischen Ölen wie Zinniol, Kampfer, Cornosol oder Borneol. Weiterhin sind Gerbstoffe, Bitterstoffe, Flavonoide, Harze und Safranine enthalten. Von besonderer Bedeutung ist das Rosmarinöl. Das ätherische Öl kann gegen Blähung helfen und äußerlich angewendet die Durchblutung der Haut anregen. Noch lange bevor Rosmarin als Küchenkraut bekannt wurde, verwendete man den Gewürzstrauch zu religiösen Kulten und auch die Apotheker brauten allerlei Mittel daraus. Bereits im Mittelalter schrieb man dem Kraut verschiedene Wirkungen zu. So sollte der Wurzelsaft gegen Zahnschmerzen helfen, das Kraut innerliche Schmerzen vertreiben oder der Behandlung frischer Wunden dienen. Heute konzentriert sich die Heilwirkung besonders auf das Kreislaufsystem, das Nervensystem, den Verdauungstrakt oder Frauenleiden. Kommen wir nun also zu den Vorteilen von Rosmarin für deine Gesundheit. Nummer 1. Rosmarin ist ein gutes Kreislaufmittel. Mit Rosmarin ist ein Kraut gegen niedrigen Blutdruck gewachsen. Die anregende Wirkung der Heilpflanze ist vergleichsweise selten. Wenn du unter Kreislaufschwäche leidest und morgens nur schwer in die Gänge kommst, weil dein Blutdruck vermutlich zu niedrig ist, können dir Armbeter in Rosmarinöl helfen. Dabei stärkst du effektiv Herz und Kreislauf. Ein hoher Blutdruck wird dabei jedoch nicht weiter in die Höhe getrieben. Die Anwendung ist damit vollkommen ungefährlich. Nummer 2. Rosmarin kann die Nerven verstärken. Auch bei nervösen Beschwerden und Unkonzentriertheit kann dir Rosmarin helfen. Damit lassen sich nervöse Herzbeschwerden behandeln und auch Migräne lässt sich lindern. Dabei musst du Rosmarinöl nicht unbedingt einnehmen, sondern kannst dir die Flüssigkeit auch sanft auf der Stirn verreiben. Nummer 3. Rosmarin kurbelt die Verdauung an. Wenn du häufig mit Rosmarin würzt oder zu den Mahlzeiten Rosmarintee trinkst, lassen sich Blähung und Völlegefühl lindern. Rosmarin wirkt krampflösend und entspannt und kann damit bei leichten Verdauungsbeschwerden Wirkung zeigen und ein besonders üppiges Festessen einfach verträglicher machen. Nummer 4. Rosmarin lindert Frauenbeschwerden. Wer unter Menstruationsbeschwerden leidet, kann mit Rosmarintee Bauchkrämpfe lindern. Ist die Blutung einmal ausgeblieben, hilft Rosmarin den Zyklus auszulösen. Auch Wechseljahresbeschwerden lassen sich damit lindern. Während der Schwangerschaft sollte Rosmarin allerdings nicht angewandt werden, das Kraut könnte Fehlgeburten auslösen. Zusammenfassend kann die Wirkung als antibakteriell, entzündungshemmend, schmerzlindernd, krampflösend und beruhigend beschrieben werden. Durch die regelmäßige Verwendung von Rosmarin lassen sich Beschwerden effektiv lindern. Dazu zählen Verdauungsbeschwerden, niedriger Blutdruck, Kopfschmerzen und Migräne, Menstruationsbeschwerden und Entzündungen aller Art. Wie aber wird Rosmarin eingenommen? Du kannst das Kraut ganz einfach den verschiedenen Speisen zugeben und dein Essen damit verträglicher und leichter verdaulich machen. Zudem kannst du das charakteristische Aroma genießen, besonders Kartoffelgerichte oder mediterrane Fleischgerichte und Gemüsegerichte profitieren davon. Zur äußerlichen Anwendung werden einige Tropfen ätherisches Rosmarinöl auf der Haut verrieben. Dies kann Kopfschmerzen vertreiben oder gegen leichte Rückenbeschwerden und Muskelkater helfen. Rosmarinöl sollte äußerlich verdünnt angewendet werden. Wenn du empfindliche Haut hast, kann diese sich sonst röten. Für die innerliche Anwendung eignet sich ein aus dem Kraut zubereiteter Aufguss oder einige Tropfen Rosmarinöl in Tee oder auf Zucker eingenommen. Im Handel befinden sich auch Badezusätze und Salben, welche bei Muskelzerrung gute Dienste leisten. Verwendest du Rosmarin als Badezusatz, achte auf die angegebene Dosierung. Da Rosmarin ätherisches Öl enthält, sollte bei Kleinkindern darauf geachtet werden, das Öl nicht im Bereich von Mund und Nase anzuwenden. Dies könnte zu Atemnot führen. Bist du Asthmatiker, besprich die Anwendung von Rosmarinöl mit deinem Arzt. Das Inhalieren mit ätherischen Ölen sollte generell unterbleiben, denn dies kann zum Auslösen eines Asthmaanfalls führen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsbad.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.